Aber ich opfere mich. Ich opfere meine Stimme heute. Für morgen. Ich werde meine Stimme morgen schonen. Bis mal so heute, morgen und nachher. Ich kann jetzt schon fast gar nicht mehr sprechen. Es tut echt weh in der Stimme halt. Weil ich wirklich nicht gewohnt bin, so viel zu reden. Zumindest nicht so dauerhaft. Und es ist wirklich ein wenig komisch. Das letzte Mal, wo ich so richtig schön viel geredet habe, war natürlich in Let's Plays. Aber in Let's Plays muss man auch noch sagen, dass ich vorher auch schon wieder bei der Ergotherapie, wo ich wieder bei der Ergotherapie bin, wo ich halt überlegt hatte, beziehungsweise wir hatten ja Abschlussfeier von den höheren Klassen, beziehungsweise ja von der Klasse kann man so wirklich schon sagen, von den Älteren. Und dort haben wir uns mal so als Gag als Deutschland Superstar verkleidet. Und da habe ich, weil keiner wollte, wir waren drei Jurymitglieder, wir hatten uns ausgeschworen zu drei Jurymitglieder, sollen es werden, aber wir waren so 15, 18, 20 Leute in der Klasse, alles nur Mädels. Wir waren drei Jungs. Ja, drei Jungs waren wir. Und von uns drei Jungs, wollte keiner in der Jury sitzen. Es wäre also, wir hatten es so, dass wir eine Person hatten, die wirklich wollte, weil sie daran Spaß hatte. Eine hat gesagt, okay, mache ich auch mit, eine Frau. Und weil sich keiner gemeldet hatte mehr. Und dann habe ich mich gemeldet. Da haben erstmal alle geguckt, hä, der Stumme? Weil ich rede wirklich nicht sehr oft. Also ich bin ein stummer Mann und beziehungsweise ein Manneke. Und eigentlich wirklich so still, ruhig und so weiter. Aber dennoch, ich wollte es machen und glaub mir, ich hatte richtig viel Spaß. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und also ich habe dann damals den Dieter Bohlen gespielt, also so halbwegs. Ich habe mich über die Tanzstile gemeckert von den Hörern. Ich habe über die Perücken, weil die haben mich auch verkleidet. Und ich habe mich über alles lustig gemacht. Und das Lustige war ja, dass also die Lehrer wussten, dass ich so frech bin. Also ich bin wirklich frech mit das. Das merkt man immer fertig, weil man halt kein Mitvater, also kein Mitläufer, kein also ich habe ja keinen Drogera mehr, wo ich halt dominant bin, weil ich so in einem dominant Let's Play würde ich mal so behaupten, dass man sein gleichgestellt bin, ich halt so, dass ich zum anderen, wenn Person groß frech bin, sehr schnell frech bin. Und ich bin auch zu Lehrern frech, auch zu höher gestellten Leuten bin ich sehr frech. Das hat mich schon manchmal einen bösen Blick gefühlt. Vom Lehrer oder so. Also jetzt nicht vom Polizisten und so. Dazu habe ich mich noch nicht getraut, aber egal. Dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Oder auch gar nicht. Nee, hä? Warum? Naja. Also ich saß dann da so an der Seite. Ich war der Dritte. Ich saß ganz außen. Und wir haben überlegt, unsere Klassensprecher, unsere Klassenlehrerin. Das war die Haupttante von dem Laden. Und dort haben wir uns gedacht, die muss auch rein. Und ja, so mitten in der Vorstellung, ich habe meine Sonnenbrille, also ich habe, als wir so reingerufen wurden, haben wir uns hingesetzt. Ich habe mich ganz außen gesetzt. Die Lehrerin hat sich so neben mich gesetzt. Und ich habe erstmal aus meiner Tasche eine richtig fette Sonnenbrille, so richtig schön. Miami Weiß, Oldschool, so richtig schon so eine richtig fette Sonnenbrille rausgeholt. Das ist meine eigene Sonnenbrille gewesen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Das war meine Lieblingssonnenbrille. Ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen, so eine richtig mordsgeile Sonnenbrille zu holen. Auch wenn es ein aktueller ist für die Frauen. Für die meisten Frauen ist es nicht ein aktueller. Aber es. Manche Leute passen einfach mit so einer riesigen Brille. Ich zum Beispiel passe mit so einer riesigen Brille. Und ich habe sie aufgesetzt, allerwärts, gesagt und so weiter. Und da kam die erste Tänzerin. Ja, habe sie erstmal richtig schön fertig gemacht. Dann haben wir erstmal alle gelacht. Und die aus meiner Klasse haben sie natürlich gewundert, beziehungsweise haben auch mitgelacht, sehr viel. Und haben dann auch so
Ja. Wir haben dann so mitgedacht und haben sich im Inneren gedacht, geil, was der für Sprüche raushaut und was wie frech der eigentlich ist. Es war so ein Jahr, also kurz bevor ich rausgegangen bin, war dieses Fest und also da war ich wirklich, ich sag mal so, der Dominante von uns dreien, beziehungsweise uns vieren, wenn man den Lehrer da mitzählt. Die Lehrerin hat natürlich alles für die Schüler gemacht, war natürlich, also die Tänzer, hat natürlich alles bevorzugt und so gut und so weiter. Die rechts daneben, die auch in der Mitte saß sozusagen, also wir waren vier oder in der Mitte. Und wir haben jetzt Sekunda hebt alles auf, das ist super. Das meinte ich vorhin, das hebt alles auf. Natürlich auch die positiven Effekte, deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen bei der Fähigkeit. So, was ich auch wollte, dann hatten wir wirklich so eine andere Tante, eine Tante möchte ich nicht sein, die war jünger als ich, die sah auch richtig gut aus. Boah, aber leider, obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, aber leider blond, aber in letzter Zeit, beziehungsweise nicht in letzter Zeit, also ganz am Anfang habe ich ja blonde Frauen gar nicht gemacht. Aber mit der Zeit, indem ich älter wurde, reifer, na gut, nicht reifer, aber älter wurde, habe ich doch einen kleinen Reiz in blonde Frauen. Ah, es hat doch etwas. Hat doch etwas sexy an sich. Am Anfang, blonde Frauen, sind nicht so mein Typ. Aber später, doch. So, was ich aber wollte. Also, stell euch mal vor, die Person, ganz links sitze ich, der Freche. Der böse Mann, der die ganze Zeit immer böse Sprüche raushaut. Ich weiß, dass er keine guten Sprüche mehr. Und so weiter. Also das ist schon fast 3 Jahre her. Dann sitzt die Lehrerin, die natürlich alles befürwortet. Dann kommt da schon wieder so ein Mädchen, was alles befürwortet und kaum Worte findet. Mir wurde gesagt, bei der Vorbereitung wurde mir angedeutet, du weißt aber schon, dass du sprechen musst, also ganz viel. Und ich habe gesagt, ja, beruhigt euch, ich weiß, was ich da mache und beziehungsweise was ich da reden möchte und auch, dass ich mir was überlegen muss spontan. Ich mach das schon. Und hier habe ich übrigens gedacht, okay, ich muss da an die 3 rein. Wie komme ich da rein? Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie komme ich da hin? Und es gibt natürlich einen ganz leichten Weg, den wir da jetzt abgehen und es ist eigentlich uninteressant und was auch noch lustig war. Also, das Mädchen hat kaum geredet. Also, sie ist einfach so eine Person gewesen, die wirklich am meisten redet. Also, sie hat wirklich im Unterricht geredet wie ein Wasserfall. Sie hat die Aufgaben, also wenn wir irgendwelche Aufgaben hatten, hat sie natürlich erstmal alles in Beamtendeutsch, alles erstmal schön umrandet. Antwort. Also erstmal so richtig schön eine beiden Bogen die Antwort. Also wenn jetzt die Antwort zum Beispiel Drache gewesen wäre. Das hat natürlich nichts mit Ergotherapie zu tun. Da wollte ich mal das ausprobieren. Hat gut geklappt bei dem Stein. Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Drache, also mit Ergotherapie zu tun bei dem Drache. Und das wollte ich einfach mal als Beispiel nennen. Wenn jetzt zum Beispiel andere Drache wäre, dann hätte sie zum Beispiel gesagt, ja, im Mittelalter, da gab es Ritter, und dann gab es natürlich auch den Drachen, und Drachen ist natürlich die richtige Antwort, und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine, das ist die Rat, alles umrandet, also erstmal alles quer, 1000 Wissen und so weiter. Sie wusste sehr viel für den Beruf. Wollte aber irgendwie mit Tieren werden wir was machen. Ist natürlich möglich bei Ergotherapie, dass man auch mit Hunden zum Beispiel. Sie wollte was mit Hunden machen, das geht natürlich alles perfekt. Kann man natürlich alles machen und das ist halt ein Erfahrungsbericht. Tut mir leid. Und wenn ihr das gehört habt, ich weiß es gerade nicht. Ja. Und dann saß da ganz, also das blonde Mädchen war wirklich fast stumm, also das hätte ich sein können, also das sieht fast raus. Sie hat auch nichts Lust, also ich weiß nicht, wenn ihr halt euren Abschluss feiert und die Unterklassen machen irgendwas Lustiges, sollen irgendwas Lustiges machen, wie zum Beispiel so eine Playback-Show oder halt Deutschland sucht Superstar. Es hieß damals, glaube ich, Deutschland sucht den Super-Ergotherapeut. Toll, ne? Toller Titel.
Übrigens Copyright. Nein, Spaß. Und ich meine, also ich weiß nicht, wenn man sowas macht, das soll doch was Lustiges rauskommen. Man soll Spaß haben. Und nicht, wow, das war toll, das war super, ich habe keine Worte für das. So war sie halt. Und eigentlich sprach sie sehr viel. Sie hat sehr viel gesprochen. Aber da war sie total schlecht. Da ist Huhn gestorben, leider. Und ja, das war total scheiße. Und wenn man nur noch ganz rechts, da war auch so eine. Die hat kaum geredet. Das sind... Es waren aber auch die beiden Mädchen, die am meisten geredet haben im Unterricht. Auch so außerhalb in der Freizeit haben die am meisten geredet. Aber in der Mini-Playback-Stunde, beziehungsweise vor fremden Leuten, haben die nicht geredet. Und das ist meine Spezialität. Meine Spezialität ist wirklich vor fremden Leuten. Also ich kann... Also... Vor fremden Leuten... kann ich reden. Ganz viel sogar. Und das merkt ihr an den Let's Play, also das merkt hier in diesem Part. Ich rede fast unanständig, also dauerhaft. Das kann ich, also wenn ich will. Ich kann vor fremden Leuten dauerhaft mit freundlicher Stimme und auch ordentlich sprechen. Aber desto mehr man mich kennt, also desto mehr man mein Freund ist, desto ruhiger werde ich. Weil, ich weiß nicht, ich will auch nicht dahin fortfahren. Also bei mir ist es so, wenn der Gesprächspartner gegenüber von mir den Modus, also noch weniger redet als ich, also wenn total still ist im Gespräch, dann versuche ich mir irgendwas aus dem Rippen zu leiern, wie zum Beispiel, der Himmel ist blau, geil, ne? Oder hast du das gesehen? Oder hast du schon gewusst, dass die Katze von Schlag mich tot? Und so weiter. Schrödingers Katze, da erzähle ich irgendwas, so ein Scheiß. Oder rede über irgendwas anderes. Oder über Therapie. Oder das. Also ihr versteht, was ich meine. Ich rede dann einfach. Und das war einfach nicht in diesem Fall da. Ich war die zentrale Person dort. Und das haben auch alle gemerkt. Und ja, 2 Wochen später ging dann das Praktikum los. Mich hat keiner mehr gesehen. Denn ich bin nämlich nach dem Praktikum abgehauen. Ich hatte übrigens ein sehr cooles Praktikum in diesem, ich sag mal so, das waren 3 Monate. Sollte es angeblich gehen, ich krieg nur 1 Monat. Und ja, es hat schon, also ich bin jetzt nicht abgehauen, weil das Praktikum so scheiße war. Sondern weil es mir, das Praktikum hat mir schon Spaß gemacht, aber... Das andere hat mir keinen Spaß gemacht. Also, Pädiatrie mit Kindern hat mir nicht Spaß gemacht. Mit alten Leuten hat mir auch nicht Spaß gemacht. Und, ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Außerdem, ich weiß nicht, also die Bezahlung ist auch sau schlecht bei mir. Es ist halt so eine Schiene, desto länger du in dem Beruf bist, desto mehr Geld kannst du kriegen. Aber du hast eigentlich wirklich so eine Arztausbildung, zum Beispiel in Anatomie. Ich hatte wirklich ich hätte zwei Jahre volles Kanne Anatomie gehabt. Ich hatte nach dem ersten, ich sag mal so, nach der ersten Woche hatte ich schon 10 Seiten vollgeschrieben mit Anatomie. Also es war wirklich hart und der Anatomielehrer, das übrigens ein Sanitäter war, hat auch gemeint, Alter, also so ein Alter war das, ein älterer Typ, der hat gesagt, dass er uns bewundert, dass wir eigentlich eine Anatomie sozusagen haben, beziehungsweise lernen, die eines Arztes würdig ist. Also wir haben wirklich ein vollkommenes Medizinstudium, ja nicht mit Studium, aber Wissen, und bekommen halb so viel wie ein Doktor. Also nicht mal halb so viel, sondern ein Viertel vom Doktor. Also richtig scheiße Bezahlung und das war der Anschlagpunkt und vielleicht, also aber irgendwie bereue ich es, dass ich das nicht durchgezogen habe. Also es hätte mich doch dann mal gereizt, das Praktikum, kann ich ja mal sagen, das allererste Praktikum, also nicht vor der deutschen Zivilisation, bevor ich ausgemacht habe, mein allererstes Praktikum in dem Ergotherapie habe ich 2 Praktika gehabt. Und in dem allerersten Praktika
war ich bei der Pädiatrie und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich habe, komm einfach nicht mit Jungs klar. Das ist, ah, nee. Und dann hat mich das am meisten gestört, dass ich Kinder gewinnen lassen muss. Ich soll sie fördern, aber ich muss sie auch gewinnen lassen. Toll. Ich bin aber nicht mal der gute Typ, der Kinder gewinnen lässt. Also, weiß ich nicht, also sie merken auch, wenn ich bin. Ich sag mal so, wenn ich mich zurückhalte, das merken Kinder auch. Hab ich das Gefühl gehabt. Also, das merken. Und da hatten wir zum Beispiel so Spiele wie das so eine Spinne. Also wir hatten den Raum umspannt mit so ein paar Geräten. Also den Boden. Und wir mussten da durchkrabbeln. Ich musste als erwachsener Mensch, ich war 19, musste ich da durchkrabbeln und mit dem Kind spielen müssen. Was mich ja nicht so sonderlich gestört hat, aber ich bin wirklich nicht mit Kindern warm geworden und so weiter. Mein zweites und letztes Praktikum, wo ich halt auch rausgegangen bin, war eine Diakonie. Wenn ihr nicht wisst, was eine Diakonie ist. Eine Diakonie ist sozusagen eine Arbeitsstelle für behinderte Menschen. Also die jetzt zum Beispiel geistig behindert sind oder eben... Moment. Ja, Rollstuhlfahrer. Also bestimmte Rollstuhlfahrer, die unter geistiger... ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also wirklich eine Arbeitsstelle für behinderte Menschen. Also eine Werkstatt sozusagen. Es hat verschiedene Bereiche. Und ich war zum Beispiel in dem Bereich Küche. Also es gibt wirklich zu fast jedem Bereich irgendwas in der Diakonie. Küche, Schneiderei, Flechten, alles. Und dort arbeiten auch Ergotherapeuten. Und also Diakonie ist so, kann ich ja mal ganz kurz mal wirklich erläutern, eine Werkstatt für Behinderte. Und es ist auch so, aber ich weiche jetzt schon ab, ist jetzt schon Schluss. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nämlich nicht. So. Also es ist so, dass in der Diakonie Werkstatt ist für Behinderte und die bekommen auch richtig Geld. Also die bekommen da richtig, ich weiß gar nicht gut. Na gut, es reicht zum Überleben für Behinderten, aber dennoch, die bekommen da Geld und haben sie beschäftigt. Das ist die Hauptaufgabe einer Diakonie. Und in einer Diakonie gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel in der Küche, da müssen sie halt das Essen machen für die Behinderten. Das ist ja ganz einfach, oder eben halt, also es ist nicht so einfach, aber, obwohl ich weiß nicht, in der Küche habe ich jetzt nur im Hinten, okay, das hatten wir schon mal, und da war ich bloß hinten, ich weiß nicht, wie das vorne ist, ich glaube, die machen bloß die Essensausteilung, aber ansonsten machen die, glaube ich, also das Essen selber könnte ich mir bei manchen Behinderten, es müssen so leichte Behinderungen sein, für die Küche. Aber ich war hinten und, also ich war in der Küche und auch in der Werkstatt. In der Werkstatt haben wir es so gemacht, da haben wir zum Beispiel, da ist eine mystische Truhe, ich laufe gerade rum, glaube ich. Und in der Werkstatt haben wir zum Beispiel Schrauben sortiert, in so eine Kisten rein und dann halt verschicken. Oder eben was anderes. Ich glaube aber, ich höre hier gerade auf, mache glaube ich gerade eine Abmoderation. Obwohl das noch ein bisschen dauert. Ich glaube, ja, es ist gleich vorbei. Ja, also, das hat mir im Endeffekt, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit behinderten Leuten zu arbeiten. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin wirklich der Typ, dass er wirklich so ist, dass ich, also ich hatte auch eine Leitung von, lass mich lügen, 4 Leuten, glaube ich. Also ich hatte 4 behinderte Leute. Und es waren auch interessante Fälle dabei, aber auch ein paar traurige dabei. Ich hatte natürlich auch so 3 Wochen lang Führung über 20 Leute. Das war ein bisschen komisch, aber es ging auch. Und ja, es hat auch Spaß gemacht. Also von daher, ja, mit den Leuten war schon Kirschen essen. Also ja, es ist wirklich sehr hart. Ich bereue es jetzt nicht, dass ich zu Ende gemacht habe. Es hat wirklich Spaß gemacht. Aber das war auch das Problem in der Diakonie, dass ich so früh aufstehen muss. Ich muss so um 5 Uhr aufstehen. Das ist für manche jetzt, ist doch keine Uhrzeit. Ja, klar, aber für mich schon. Also damals musste ich um 8 aufstehen. Und dann um 9 gab es Ergotherapie. Und dann war ich halt um 17 Uhr draußen. Also. Und hier suche ich gerade, glaube ich, die Stelle, wo ich jetzt weitergehen muss. Da sage ich, glaube ich, in meiner Abmoderation,
dass ich jetzt mal nachgucke, wie ich jetzt weiterkomme. Und ich habe, glaube ich, das komplette Video jetzt wirklich dauerhaft versucht zu reden. Ich hatte bloß ein paar kurze Pausen, um was zu trinken oder so. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktion ist mit meinem Handmikrofon, denn ich hatte jetzt wirklich 40 Minuten, fast eine Stunde, wirklich, na gut, 40 Minuten, keine Stunde, 30 Minuten und 10 Minuten so. 40 Minuten hatte ich jetzt wirklich ein Mikro in der Hand, meinen Arm zu drehen, es so zu halten, dass ich halt auch reden kann, beziehungsweise dass es mir auch versteht. Ich weiß nicht, wie man das hört später. Aber ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge, hoffentlich mit einem ordentlichen Mikro. Und mal gucken, wie es war. Euer Kummer, tschüss!